mit den Jungs. Meine Damen und Herren, am 24. April 1982 schreibt eine 17-jährige Schlagersängerin aus dem Saarland mit ihrer weißen Gitarre im englischen Harrogate Musikgeschichte. Sie gewinnt zum allerersten Mal für Deutschland den Eurovision Song Contest. Ihr Siegertitel geht um die Welt und ist heute leider aktueller denn je. Sie hat ihre 80er-Hymne in bereits 7 Sprachen gesungen. Heute folgt nun noch eine 8., denn sie wird heute zum ersten Mal in einer Eurovision-Show ein bisschen Frieden in ihrer deutsch-russischen Version singen. Meine Damen und Herren, Nicole! Und so wie ein Feuer im eisigen Wind, wie eine Puppe, die keiner mehr mag, fühl ich mich an manchem Tag. Dann seh ich die Wolken, die über uns sind, und höre die Schreie der Vögel im Wind. Ich singe aus Angst vor dem Dunkel mein Lied und hoffe, dass nichts geschieht. Ein bisschen Frieden, ein bisschen Sonne für diese Erde, auf der wir wohnen. Ein bisschen Frieden, ein bisschen Freude, ein bisschen Wärme, das wünsch ich mir. Ein bisschen Frieden, ein bisschen Träumen und dass die Menschen nicht so oft weinen. Ein bisschen Frieden, ein bisschen Liebe. Meine Lieder, die ändern nicht viel. Ich bin nur ein Mädchen, das sagt, was es fühlt. Allein bin ich hilflos, ein Vogel im Wind, der spürt, dass der Sturm beginnt. Немного мира, немного солнца, гладкой планеты, где мы живем. Немного мира, немного счастья, тепла немного желаю всем. Ein bisschen Frieden, ein bisschen Träume und dass die Menschen nicht so oft weinen. Ein bisschen Frieden, ein bisschen Liebe, dass ich die Hoffnung nie mehr verliere. Sing mit mir ein kleines Lied, dass die Welt in Frieden lebt. Sing mit mir ein kleines Lied, dass die Welt in Frieden Meine Damen und Herren, Nicole! Herzlich willkommen, Nicole. Wow. Sag mal, ist das die Gitarre, mit der du 82 den ESC gewonnen hast? Ja, das ist die Originalgitarre und die hüte ich wie meinen Augapfel. Ich hab's gemerkt, du hast sie mir gleich abgenommen. Völlig zu Recht, liebe Nicole. Wir freuen uns so sehr, dass du da bist. Und weißt du, Nicole, unsere Zuschauerinnen und Zuschauer, die haben ja bei uns immer wieder die Chance, Fragen zu stellen. Darf ich dir stellvertretend ein paar stellen? Hier möchte jemand wissen, ach, das wollen wir alle wissen. Wie geht es dir, Nicole? Ja, wie geht's mir? Ich habe vor wenigen Wochen die wohl schönste Nachricht in meinem Leben erhalten. Ich bin vollkommen gesund.
Das ist wohl die schönste Nachricht, die du mitbringen konntest, Nicole. Und ich freue mich so sehr für dich. Wir alle freuen uns so wahnsinnig für dich, dass es dir wieder so gut geht und dass du heute mit uns feierst. Das ist so etwas Schönes. Und weißt du, lass uns einfach den Schlager heute gemeinsam feiern und die 80er hochleben. Und wir freuen uns wahnsinnig, dass heute noch ein... Ja, jetzt fange ich auch noch an mit dir hier. Ich freue mich. Was sagst du? Ich sage, ich freue mich auch, wieder auf der Bühne stehen zu dürfen und vor allen Dingen mal wieder auf Tournee gehen zu können. Und zwar im September. Wow. Die Tour wird natürlich heißen, ich bin zurück. Das ist so schön. Das ist toll. Nicole, vielen Dank. Dankeschön. Danke dir. So schön, dass du da bist. Und Sie merken es, hier ist die Stimmung wunderbar. Aber ich höre gerade hier auf meinem kleinen Kopfhörer, ich muss mal kurz zu unserem Fabian, unserem Wetterexperten,